Catherine, Princess of Wales, so hat Harry sie verletzt. Dass die ehemaligen Farbfurier wieder zu dem werden, was sie einmal waren, scheint inzwischen im Bereich des Unmöglichen zu liegen. Zu viel ist inzwischen geschehen. Spätestens seit der Veröffentlichung der Netflix-Doku über Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, in der der Herzog von Sussex schockierende Aussagen über Prinz William, 40, tätigte, scheinen die Fronten endgültig verhärtet zu sein. Auch Catherine, Princess of Wales, 40, soll sich von ihrem Schwager betrogen fühlen. Als Harry und Meghan 2020 als Senior Royals zurückgetreten sind, habe ein Krisengipfel in Sandringham stattgefunden, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Mit dabei sollen Queen Elizabeth, 96, König Charles, 74, und William gewesen sein. Mein Bruder schrie mich an. Mein Vater sagte Dinge, die nicht stimmten, und meine Großmutter saß nur still da und hörte zu. Es war schwierig, das Treffen endete ohne einen konkreten Plan, sagt Harry in der Doku über das Zusammenkommen. Mit diesen Worten sowie weiteren explosiven Inhalten der sechsteiligen Serie dürfte der Thronfolger noch zu kämpfen haben. Wie eine Quelle nun gegenüber Us Weekly offenbart, sei die öffentliche Thematisierung von Details über die Royal Family auch für Catherine nicht leicht gewesen. William hat nicht vor, seine Sicht der Dinge darzulegen oder offen Vergeltung zu üben. Er bleibt würdevoll und macht mit der Arbeit weiter, sagt die Quelle und fügt hinzu, Kate fühlt sich verletzt und betrogen. Dass Harry ihr so etwas antut, vor allem, weil die beiden sich früher so nahe standen. Vor kurzem verriet ein Insider gegenüber des US-Magazins bereits, dass William gehofft habe, die Differenzen mit seinem Bruder aus der Welt schaffen zu können. Aber dass Harry seine schmutzige Wäsche gewaschen hat, hat den Konflikt zwischen den beiden Brüdern nur verschärft und dazu geführt, dass sie einen Schritt zurückgemacht haben. Und weiter, er ist enttäuscht von Harry, weil er ihn und seine Familie in einem bösartigen Licht darstellt. Da am 10. Januar 2023 Prinz Harrys Memoiren Spare erscheinen und er im Rahmen der Veröffentlichung gleich zwei TV-Interviews geben soll, machen sich William und Catherine vermutlich schon auf die nächsten Sussex'schen Enthüllungen bereit. Verwendete Quelle: usmagazine.com